Herr Zederskog. Hallo, ich grüße Sie. Hallo, wie geht's Ihnen? Gut. Selber? Ja, super. Wie ist der Messetag bis jetzt verlaufen? Hervorragend. Ja? Wir sind sehr zufrieden. Das ist eine super Sache. So als Startup, was bringt einem so ein Messeauftritt wie hier? Ja, also wir sind ja vor allem hier, um unser Produkt zur Schau zu stellen. Wir haben ein relativ innovatives Produkt. Dash ist ein Roboter, mit dem Kinder programmieren erlernen. Das ist eine ganz neue Sache. Da gibt es nicht viele Sachen. Und wir sind eben hier, um Händler zu treffen, andere Firmen uns anzuschauen, natürlich auch mit Journalisten das Gespräch zu suchen, einfach auch zu sehen, wie können wir das Produkt am besten auch dem deutschen Markt präsentieren. Heißt deutscher Markt, ihr konzentriert euch jetzt erstmal auf den deutschen Markt oder wollt ihr gleich Europa, USA? Oder? Ja, also das Produkt kommt ursprünglich aus den USA, ist entwickelt worden im Silicon Valley. Ehemalige Leute von Google, ehemalige Leute von Apple, die da auch am iPad mitgearbeitet haben. Also der muss wahnsinnig intelligent sein. Der ist ziemlich intelligent. Will ich nahe sehen. Ja, das zeigen wir dann gleich nochmal. Und ist auch in den USA schon auf dem Markt verfügbar und kommt jetzt nach Deutschland, kommt nach Europa. Wir fokussieren uns schon auf Deutschland, aber wir werden auch in Großbritannien jetzt an den Start gehen in den nächsten Wochen, ebenso in Frankreich. Wir kooperieren schon auch mit einigen Schulen zusammen. Ja. Das heißt, es wird viel auch in Schulen eingesetzt, im edukativen Bereich. Das ist ein super Gerät, um andere Sachen zu lernen. Man kann zum Beispiel Geometrie oder auch Geografie-Sachen damit also wirklich im Unterricht anwenden. Jetzt sind wir auch beim Thema Wonder Workshop, wie ihr euch ja nennt. Genau. Welche Wunder kann man denn von dem Gerät jetzt erwarten? Also, ganz einfach, Dash ist dann dafür gedacht, dass Kinder eben diesen spielerischen Zugang zum Programmieren erlernen. Also wir haben Apps entwickelt fürs iPad, für Android, die eben altersgerecht mit den Kindern mitwachsen. Es fängt so bei 5 Jahren an und geht ungefähr bis 10 Jahre. Gut. Das heißt, es fängt erstmal damit an, dass wir sagen, wir sind hier auf einem Tisch, deswegen lassen wir ihn mal nur 10 cm fahren. Schieben es hier rein. Dann sagen wir. Das sind jetzt die Programmierbefehle. Genau, ich füge jetzt hier einfach Befehle hinzu. Ich möchte jetzt, dass er sich nochmal dreht. Die Befehle 10 cm nach vorne, 270 Grad Drehung. Richtig, ganz genau. Und jetzt hatten wir die komplexen Sachen. Was, genau, was in dem Komplexen da können wir jetzt eben noch Sachen hinzufügen, dass wir eben die Lichter den verschiedenen Farben geben. Ich habe jetzt hier auch noch mal gesagt, dass Dash noch mal was sagen soll. Genau. Und dass er dann am Ende noch mal dann eben alle Lichter ausschaltet. Und das Auge kann ich eben auch noch mal. So, und jetzt macht er das eben. Dreht sich auch nochmal. Macht die Lichter aus. Hört sich jetzt und zieht sich jetzt einfach an. Ich denke aber, das wird den Weg vieler talentierter Informatiker wahrscheinlich ebnen, oder? Ja, wir glauben halt daran, dass es einfach anfangen muss, dass es auch spielerisch anfangen soll. Absolut. Dass man nicht erstmal ein riesen Theoriebuch hinbekommt, sondern gerade Kinder in dem Alter, die wollen erstmal Spaß haben. Deswegen muss Dash auch nicht zusammengesteckt werden, sondern kommt einfach fertig aus der Kiste. Einmal geladen, App installiert und los geht's, dass man diese sofortigen Erfolgserlebnisse hat. Und was man dann daraus macht, hängt von der eigenen Kreativität ab. Und wir glauben, dass eben dieser einfache Einstieg dann dazu führt, dass Kinder dann auch in späteren Jahren dann natürlich komplexere Sachen und dann auch einfach einen besseren Zugang zu Computern. Vor allem auch die Hemmschwelle ja verloren zu dem Thema. Ganz genau. Jetzt habe ich hier noch was Komplexeres gesehen. Genau, das ist eins unserer liebsten Zubehörteile, das ist unser Katapult. Ui. Stelle ich mich mal hier hin und dann schießt er mich ab, oder? Ja, ich lade den mit 3 Bällen. Also ich habe jetzt 3 Chancen, den Ball zu fangen. Sie haben jetzt 3 Chancen, den Ball zu fangen. Wir fangen erstmal mit nicht so starkem Wurf an. Okay. Hopp, das war einfach. Das war einfach. Jetzt laden wir einmal nach. Sind das jetzt auch so Befehle wieder, die, sind auch die programmiert so werden? Okay. Genau. Und dann werfe ich jetzt den zweiten. Ah, das spielt sie mich. Und dann laden wir dann auch nochmal nach. Und haben dann auch nochmal den dritten. Super. Okay. Und damit kann ich natürlich dann Hindernisse abwerfen, kann versuchen, ich muss ihn dann natürlich so positionieren, dass er dann dahin schießt, wo er hin soll. Ich habe jetzt natürlich das sehr einfach gemacht und dass er nur gerade geschossen hat. Aber da kann ich natürlich auch das mit in das Spiel integrieren. Das ist unser liebstes Zubehör, das Katapult. Eine Frage, die ich immer stelle, was muss denn der Papa da zahlen für dieses Geld? Das kostet 180 Euro im Handel. Ist für mit dem App? Oder? Die Apps sind alle kostenlos. Die lädt man sich einfach im App Store runter. Und die werden natürlich auch ständig weiterentwickelt. Und da ist auch natürlich auch viele Sachen, die wir schon vorgebaut haben, die man dann nachspielen kann, um dann den Einstieg auch möglichst einfach zu machen. Einsteigeralter bei dem Gerät?
Es fängt ungefähr an bei 6 Jahren. Okay. Manche 5-Jährige sind dann auch schon, kriegen es auch schon hin. Empfohlenes Alter 6 Jahre. Empfohlenes Alter 6 bis 10. Ja. Bei 10 Jahren dann ist dann auch so das Spiel auch mitgewachsen. Und da sieht man eben auch, dass die verschiedenen Apps auch mit dem Alter mitwachsen. Das heißt, das Gerät bleibt immer das gleiche, aber die Apps entwickeln sich weiter. Das heißt, die Apps werden auch komplizierter und anspruchsvoller, damit dann auch die 10-Jährigen auch noch was davon haben. Dann wünsche ich Ihnen mal noch viel Erfolg auf der Messe. Ja, vielen Dank. Danke. Schön, Sie zu treffen. Tschüss. Tschüss.